Hey, was hörst du da? Ey, Kai, leiste mir mal ein Ohr? Sicher. Also ich finde die Musik im Zusammenspiel mit den Texten aus dem Film Stammheim so richtig, richtig geil gelungen. Mit was? Stammheim, der Film, die RAF und die Prozesse, Bader. Enslin, Meinhof und Raspe und alles Aufzeichnungen und so weiter. Nie gehört, irgendwie? Nach 3 Jahren Isolationshaft wird den führenden Mitgliedern der RAF, Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Jan-Carl Raspe, 1975 der Prozess gemacht. In einem eigens dafür angefertigten Mehrzweckgebäude der JVA Stammheim findet der Gerichtsprozess statt, der sich die folgenden 2 Jahre hinziehen wird. Und den Zuschauern werden nicht nur in ausgewählten Szenen die Taten der ersten RAF-Generation vor Augen geführt, es wird auch ein kleiner Einblick in das Innere der Terrororganisation ermöglicht. Und auch obwohl hier vor Gericht Mörder stehen, man kommt nicht umhin, hier und da mit ihnen doch zu sympathisieren. Stammheim von Reinhard Hauff ist einer der besseren deutschen Filme, also keine Komödie, keine Romanze und auch kein teuer produzierter Historienfilm. Es ist vielmehr ein billig produzierter Historienfilm, das hat damals, ich glaube, 1,2 Millionen Mark gekostet, also 600.000 Euro. Es gibt auch wirklich nur zwei größere Sets, die auch häufig genutzt wurden, die Gefängniszellen und der Gerichtssaal. Und es gibt vielleicht noch 1, 2, 3 Außenshots und das war's. Aber in all dem liegt auch das Besondere. Die harte Reduktion. Nicht nur des Settings, auch der Texte und der Sprache. Selbst die Wahl der Schauspieler unterlag der Reduktion. Bei historischen Filmen wird ja häufig geschaut, dass die Person, die die historische Figur spielt, dem möglichst ähnlich sieht. Hier? Der Regisseur wollte keine Kopien von Baader und Co. Er wollte Schauspieler haben, die das Drehbuch und die Mitschriften auf den Punkt bringen können. Und alle Hauptcharaktere, inklusive der Rechtsanwälte der RAF und des Richters, spielen ein wirklich starkes Programm ab. Von einem Prozess, von dem es halt wirklich nur die Unterlagen, Mitschriften und Tonbandmitschnitte gibt. Um ehrlich zu sein, fände ich das Drehbuch und auch das Konzept wirklich geeignet für eine Theaterbühne. Fände. Wäre gut gewesen, wie dem auch sei. Reinhard Hauff kreierte daraus einen aufs Wesentliche reduzierten Film, den man bestenfalls im Zusammenhang mit dem Buch von Stefan Aust lesen oder ihn dann sehen sollte. Und um mal auf den Anfangsgag zurückzukommen, der enthält erschreckend viel Wahrheit. Denn es waren wirklich die Audio-Samples auf dem Album Kadaverkomplex von Wiener Morloch, die mich zu diesem Film leiteten. Die mechanische Sprache der Darsteller, die scheinbar kalt und gefühllos ihre Worte nutzen, das ist sowohl im Film als auch losgelöst davon faszinierend. Und diese Faszination ist Anlass genug, den Film zumindest einmal gesehen zu haben. Wer Interesse an den RAF-Prozessen hat, sich allgemein für die RAF interessiert oder mal einen guten deutschen Gerichtsfilm sehen will, dem sei Stammheim empfohlen, durchaus erstmal als Ausleihe. Und damit schicke ich euch hinaus ins Wochenende und in die Filmwelt. Ich danke vielmals fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns am Montag wieder, wie immer um 12 Uhr, wie immer hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.